Gut, dann machen wir jetzt Teil Nummer 3. Geht weiter mit CSS, mit dem zweiten Part davon quasi. Und da geht es um das sogenannte Box Model. Das ist jetzt auch wieder elementar für die ganze Layout- und Gestaltungsgeschichte. Die Kaskade ist ja wirklich wichtig für überhaupt irgendwie seinen Code da irgendwie sinnvoll reinzubekommen, hat natürlich auch wieder mit Gestaltung zu tun, aber hier geht es jetzt beim Box-Model wirklich nochmal ein bisschen mehr im Detail um das Layouting, um die Anordnung und auch wichtiger Hinweis noch, es ist halt ein Modell, was ja, wie jedes Modell halt einfach nur ein Modell ist. Ja, dazu gucken wir uns vorher, also gut, Box sagt ja quasi, dass etwas rechteckig ist, sagt die Überschrift ja auch, alles ist ein Rechteck, das quasi auch so erstmal im Kopf behalten für das ganze Layouting. Das heißt natürlich nicht, dass jede Website jetzt eckig sein muss. Das haben wir auch schon quasi genug gesehen. Man kann die Ecken natürlich auch dann abrunden, anderweitig, aber fürs Layouting ist halt wirklich erstmal alles eine Box. Und das zeigt quasi auch dieses klassische Layout, was wir uns ja vorhin angeguckt haben. Es sind alles Boxen, die irgendwie nebeneinander stehen und ob jetzt eben das Ding eine Hintergrundfarbe hat oder nicht oder runde Ecken hat oder eine komische Hintergrundgrafik hat, das ist dann ja wieder ganz andere Geschichte. Aber für die Anordnung ist halt alles eine Box und dieses Boxdenken muss man quasi so mit der Zeit dann ein bisschen entwickeln. Jo, kommen wir zurück. Also es gilt, würde ich sagen, für jedes Element. Ich habe hier irgendwo bei meiner Recherche quasi einen Hinweis gefunden von Safe HTML. Die sind eigentlich sehr gut, aber die haben geschrieben: Beachten Sie, der Begriff Box ist nicht mit dem Begriff Element gleichzusetzen. Nicht jedes Element erzeugt eine Box, aber Boxen können auch erzeugt werden, wenn in einem Dokument kein Element als direktes Gegenstück existiert. Also ich habe keine Ahnung, was das irgendwie bedeuten soll. Für mich, meine Erfahrung sagt, jedes Element ist irgendwie eine Box und kann über dieses Box-Model gestylt werden. Sollte jemand verstanden haben, was das bedeutet und kann mir das erklären, würde mich freuen. Ansonsten ist auch total egal. Falls ihr über diesen Satz stolpern solltet und genauso verwirrt seid wie ich, vergesst ihn einfach direkt wieder. Nur, dass wir das quasi auch einmal geklärt haben, um mögliche Verwirrung zu vermeiden. So, wie sieht jetzt dieses Box-Model aus? Das ist quasi das Box-Model. Das ist das ursprüngliche Box-Model auch, das klassische Box-Model nach W3C und im CSS2 Standard. Ich zeige gleich noch, dass es da auch jetzt schon was Neueres gibt, aber wir bleiben erstmal bei dem und gucken uns das Ganze gleich mal näher von innen nach außen an. Und zwar gibt es immer eine Breite, es gibt entsprechend auch eine Höhe dazu und das wird quasi erstmal nur durch den Inhalt bestimmt. Also da steht quasi der Inhalt immer mit drin. Das kann Text sein, in der atomarsten, in der reinsten, in der kleinsten Form, wie wir das ganz am Anfang ja hatten mit dem HTML, dass in der Mitte der Text steht und dann kommt das Tag entsprechend drumherum. Es kann aber auch, der Inhalt kann ein Bild sein, der Inhalt von einer Box, von einem Element. Also ich kann ein Bild in ein Div reinsetzen oder ich kann ein Formular in ein Div reinsetzen und solche Geschichten, dann ist halt das Formular der Inhalt des Divs zum Beispiel oder das Bild ist der Inhalt eines anderen Divs. Ja, und wie gesagt, Inhalt kann alles Mögliche sein, kann Bild sein, eine Tabelle, ein Formular, ein Div, alle möglichen sonstigen Elemente. Und in der Regel ergibt sich dann nämlich die Breite und die Höhe eines Elements aus dem Inhalt. Das ist bei Inline-Elementen definitiv so. Das hatten wir ja quasi schon gehört. Die Block-Elemente gehen ja eigentlich dann immer über die ganze Breite, aber die Höhe bleibt dann zumindest auch vom Inhalt abhängig. Wenn ich ein P, einen Absatz habe, ein Paragraph-Element, wo drei Zeilen drin stehen, das hat natürlich eine andere Höhe, als wenn da 300 oder 3000 Wörter drinstehen, dann ist das P-Element natürlich ein bisschen höher, wenn da mehr drin steht. So, bei Block-Elementen kann man die Breite und Höhe auch festsetzen. Da kann man dann sagen, Weite 500 Pixel oder sonst irgendwie was und dann tack, hat man das quasi fest. Oder man kann auch sagen, 30% in der Weite, das geht natürlich auch. Wenn es nicht gesetzt ist, dann ist ein Block-Element quasi immer Weite 100% und Höhe Auto. So, das
das mal so ganz grundlegend. Und ich hatte das schon erwähnt, das, was wir jetzt erstmal hier gesehen haben und uns jetzt auch als erstes mal angucken, ist das klassische Boxmodell, die quasi, ja, Content Box nennt sich das so gesehen auch, oder heißt der Modus für das Modell dann. Gucken wir nachher nochmal näher drauf, was das denn bedeutet, was das jetzt Content Box ist. Also gucken wir uns das im Detail mal an. Wir gehen ein bisschen von innen nach außen, fangen mit dem Inhalt an. Das hatte ich ja schon gesagt. Das gibt quasi erstmal die Breite und Höhe vor. Dann, wenn wir eine Stufe weiter nach außen gehen, kommt das sogenannte Padding, der Innenabstand. Der ist quasi auch sichtbar. Also wenn ich eine Hintergrundfarbe auf etwas lege und dieses Element Padding hat, dann wird das Padding sichtbar durch die Hintergrundfarbe. Also wenn wir uns jetzt hier die Überschrift zum Beispiel nehmen wollen, stellen wir uns vor, das ist eine H1. Das können wir ja auch, machen wir wieder im Browser hier direkt mit. Wir haben ja alles hier, dann kann man das live zeigen. Also wir haben hier unsere H1 mit drin und haben hier das Boxmodell und der sagt eben, jo, das ist 1081 Punkt 8 Pixel, also den Punkt 8 Pixel würde ich auch gern mal sehen. Das zum Beispiel auch, also Punkt 5 Pixel macht keinen Sinn. Zeig mir mal einen halben Pixel auf deinem Bildschirm. Ist auch eigentlich nur was Berechnetes. Also das Ding hat eine Breite von 1081 und eine Höhe von 40. Und wenn ich ihm jetzt zum Beispiel, klappen wir das hier mal zu, wenn ich ihm jetzt hier sage als Inline-Style, damit wir hier mal was haben, so da. Nur damit man es mal kurz sieht. Also ich sage ihm jetzt zum Beispiel, der kriegt eine Hintergrundfarbe, wieder rot als Beispiel. Dann sieht das erstmal nur so aus, weil ich habe kein Padding. Und was ich damit jetzt sagen wollte, das Padding macht die Hintergrundfarbe sichtbar. Wenn ihr eben so eine Hintergrundfarbe benutzt auf einem Element, am besten ihm immer noch ein Padding mitgeben, damit das eben nicht da so hässlich dran geklatscht ist. Ich gebe ihm jetzt zum Beispiel mal 5 Pixel mit in alle Richtungen. Und jetzt sieht man eben auch, das Padding ist sichtbar, es ist sichtbar mit der Hintergrundfarbe, ob ich ihm jetzt 5 Pixel gebe oder 50, das Ding kommt immer mit. Also Padding, sichtbarer Bereich, ganz elementar eben auch für das allgemeine Layouting. So, dann wechseln wir hier mal kurz rüber. Wir waren beim Padding. Und wenn ich das jetzt festgesetzt habe, dann kann ich ihm auch eine Border geben. Das ist quasi der Rahmen, der zwischen verschiedenen Elementen liegen kann. Und den Rahmen kann man auch ganz individuell stylen. Man kann eine Farbe festgeben, kann eine Form, quasi eine Rundung angeben, kann die Dicke auch angeben, also wie dick soll die Border sein, kann Stil festlegen, ob es jetzt eine durchgezogene Linie ist oder gestrichelt oder was auch immer. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, man kann sogar ein Bild hinterlegen, dass das Bild als Border, glaube ich, gilt. Weiß nicht, müssen wir mal nachgucken. Aber da kann man auf jeden Fall so einiges mit anstellen. Können wir uns auch direkt mal kurz angucken. Ich nehme hier auch mal was, das ist dann nicht so anstrengend für die Augen. Machen wir hier mal Black einfach mit ran. Und hier kann man, also ihr müsst natürlich nicht diese Farbwerte, also diese Farbnamen benutzen. Man kann hier auch, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, so hexadezimale Farbwerte dann daneben. Oder könnte auch sagen, mit dem RGB-Modell, dass man zum Beispiel sagt, okay, 0 für Rot, 0 Grün und 0 Blau und das läuft dann auch aufs gleiche hinaus. Also wir haben hier so ein bisschen Hintergrund, haben Padding und jetzt mache ich mal noch eine Border dazu. Die wird dann eben ergänzt und ich sage jetzt, die soll 3 Pixel sein, die soll solid sein, das ist durchgezogen und ich sage ihm noch, ja, genau, dann kommt jetzt nämlich die Farbe und hier benutze ich dann einfach mal Green. So, und dann sieht das Ganze entsprechend so aus. Und wir haben dann eben die Border dazu addiert bekommen. Und jetzt könnte ich aber eben auch sagen, es gibt eben nicht nur Solid, sondern es gibt dann zum Beispiel auch Dashed, dann wird das sowas. Oder Dotted gibt es zum Beispiel noch. Also da kann man sich dann auch mit austoben. Normalerweise ist es eigentlich immer solid. Und ich könnte Ihnen zum Beispiel auch noch hier den Stil mitgeben. Border Radius 5 Pixel. Und dann wird das Ganze nämlich hier so ein bisschen abgerundet. Da sieht man es nur bedingt. Machen wir mal 50. Dann wird das direkt ein bisschen mehr. Also wir haben eine Box, die auch quasi eine Kante da unten hat.
aber der Stil macht es dann eben rund. Und wenn jetzt ein Element dazukommen würde, was sich da vielleicht irgendwie ranhängen soll, dann würde das sich eben auch hier ranhängen und eben nicht hier mit dran. Das ist wirklich nur was Visuelles erstmal, weil die Box vom Modell geht wirklich bis hier so hin. Ja, das quasi die Border. Wo wir eh gerade schon hier mit drin sind, dann muss ich jetzt nicht dreimal hin und her wechseln. Das nächste ist dann das Margin, der sogenannte Außenabstand, und der ist unsichtbar. Das ist hier jetzt das Gelbe dahinter, weil wir wollen zum Beispiel ja sagen, zu dem nächsten Element, was da kommt, zu der nächsten Liste soll ein Abstand sein, damit die eben nicht alle aneinander kleben. Und er hat jetzt in dem Fall hier, sieht man dann da auf der rechten Seite, hat er eben 16. Und wenn das eben auf 0 gewesen wäre, dann sieht das nämlich direkt eigentlich ein bisschen unschön aus. Und bei der UL, ach guck, die UL hat auch noch einen Abstand nach oben. Wenn wir die nämlich alle mal auf 0 setzen, dann kleben die nämlich alle aneinander. Und das will man eigentlich nicht. Also damit, mit den Margins, trennt man dann quasi die Elemente voneinander und sagt, du sollst einen Abstand zum nächsten haben. Genau. Also, wie gesagt, das ist das Margin zu anderen Elementen, das ist unsichtbar und das kommt dann außen noch mit drauf. Genau, damit kann man dann Räume quasi schaffen, Luft schaffen, wie die Gestalter sagen würde. So, ja, wie gesagt, das alte Content-Box-Modell habe ich schon vorgestellt. Das ist nicht ganz intuitiv, weil hier ist nämlich das Ding, dass wenn ich sage, ein Element hat die Breite von 500 Pixeln und soll einen Innenabstand haben von 10 auf jeder Seite, also nach links und rechts zum Beispiel, dann würde sich die Gesamtbreite des Elements daraus ergeben, dass man sagt, okay, wir haben 500 Pixel Breite für den Inhalt und wir haben zusätzlich 10 Pixel links Innenabstand und rechts 10 Pixel links 10 Pixel Innenabstand auf der rechten Seite. So, und dann ist das Gesamtelement mit einmal 520 Pixel breit, obwohl man eigentlich gesagt hat, nee, dieses Element soll 500 breit sein. Wenn ich mir ein Spaltenlayout vorstelle, wenn ich hier mal kurz zurückgehe, hier zu diesem klassischen, wenn ich jetzt sage, mit dem alten Modell, du bist 10%, du bist 10% und du bist 80%, dann erwarte ich, dass das so ist. Wenn ich jetzt aber dem Inneren noch einen Innenabstand gebe, damit eben der Text hier steht und nicht direkt daran geklatscht, weil ich eine Hintergrundfarbe habe, dann haut das schon gar nicht mehr hin. Also man musste damals quasi immer sagen, okay, ich will, man hat die Paddings quasi dann prozentual gemacht. Also ich habe dann zum Beispiel gesagt, oder ich müsste es dann umrechnen, ich müsste dann nämlich sagen, okay, wenn ich links 10 Pixel Abstand haben möchte und rechts möchte ich 10 Pixel Abstand haben und insgesamt soll das Ding 500 sein, dann muss ich diese 2 mal 10 von den 500 abziehen und dann habe ich nämlich eine Breite von 480 und links habe ich 10 und rechts habe ich 10. Also da muss man viel zu viel rechnen und das schockt ja alles irgendwie nicht. Und deswegen gibt es da glücklicherweise mittlerweile was Neues und das schimpft sich Border Box. Das ist das neue Modell. Das ist CSS 3 und das kann man dann quasi also das muss man explizit sagen, weil CSS 3, der Standard, ist quasi noch nicht offiziell verabschiedet, aber die ganzen Browser unterstützen das eigentlich schon. Da gibt es eine ganz coole Seite. Falls ihr mal eine Frage habt, oh, kann ich dieses neue Feature schon benutzen? Da gibt es caniuse.com und da kann man dann einfach eine CSS-Eigenschaft angeben und er sagt einem dann Box Sizing, welche Browser das können und in welcher Version und ob sie es vollständig können oder nicht. Also das ist noch eine ganz nette Seite, einmal so schon erwähnen. Und ja, wenn 99% der Browser das können, dann kann man das auch getrost benutzen. Ja, muss man explizit angeben, auch wenn es noch kein offizieller Standard ist. Und daraus ergibt sich dann eben, dass die Breite der Inhalt plus der Abstand ist, der nach innen geht und eben der Rahmen ist. So. Das ist mittlerweile so der de facto Standard und ja, vielleicht war es jetzt irgendwie ein bisschen doll, ein bisschen viel. Wir gucken uns das mal nebeneinander an, was das jetzt nochmal genau bedeutet. Also links haben wir einmal das klassische Box-Model-Modell. Wenn ich ihm eine Weite mitgebe, dann ist das erstmal der Inhalt, Padding und alles weitere wird dann dazu gerechnet. Also müsste man es quasi abziehen, damit man dann die entsprechende Gesamtbreite hat. Nicht ganz intuitiv. Und das neue CSS 3 in Anführungszeichen, das ist eigentlich gar nicht so neu, weil
der Heini hat das damals schon quasi angewandt. Also alle Browser haben das V3-Modell umgesetzt, aber der Internet Explorer hat gesagt, nö, ich mache meinen eigenen Scheiß. Und der hat das direkt so umgesetzt und da musste man halt damals auch immer noch ein bisschen rumhacken, damit es bei ihm eben auch richtig, richtig aussieht. Aber jetzt benutzen alle dieses neue Internet Explorer beziehungsweise Box-Sizing Border-Box-Modell. Also das linke einmal nur kennen, dem Bewusstsein, sollte man mal drüber stolpern, kann man auch immer mit dem Firebug hieß das Plugin damals, mit den DevTools, kann man das dann untersuchen und gucken, okay, welches Box-Model wird denn jetzt auf diesem Element angewandt und dann kann man eben gucken, muss ich da jetzt dazu rechnen oder eben nicht. Das rechte auf jeden Fall dann später anwenden, macht dann das Leben eben einfacher. Und ja, noch direkt ein praktischer Tipp dann auch, wie man das quasi, das Layouting sich dann einfach machen kann, wenn man sagt, okay, ich will diese Borderbox, ich will das Neue benutzen, das Alte, das ist ja totaler Schwachsinn. Da gibt es dann diese paar Zeilen CSS, die man mitnehmen kann, schreibt man einfach ganz oben mit rein und dann gilt das quasi für alle. Das ist de facto Standard. Alle etablierten Frameworks, die setzen das quasi auch ganz oben direkt mit und ja, hier wird eben einfach nur gesagt, okay, für jedes Element der Sternselektor soll das gelten und dann hat man zur Sicherheit einfach nochmal gesagt, okay, ich setze auch für alles, was davor kommt und alles, was danach kommt, das sind so Pseudoselektoren, damit kann man auch noch ganz viel Nettes und Schindluder betreiben. Nur mal irgendwie von gehört, damit kann man dann zum Beispiel Überschriften machen, dass man die Überschrift gestylt hat und dann sagt man, davor möchte ich so eine Linie einbauen und dahinter möchte ich noch irgendwie eine Linie einbauen. Also solche erweiterten CSS-Techniken kann man damit dann zum Beispiel umsetzen. So, genau, das war quasi das Box-Model. Jetzt gehe ich so ein bisschen auf verschiedene CSS-Eigenschaften ein, die gefühlt an der FH auch so ein bisschen untergegangen sind, die man zumindest mal gehört haben sollte, finde ich, und wissen sollte, dass es die gibt, dass man auch weiß, wie und wann man die einsetzen sollte und vielleicht stolpert man ja mal über so eine Eigenschaft, ja, damit ihr halt wirklich wisst, was man damit so machen kann und soll. Also das erste ist die Float-Eigenschaft, die wurde zum Layouting benutzt, 90er ist vielleicht ein bisschen veraltet oder ein bisschen übertrieben, ich habe damit auch noch Layouts gebaut und Float hat quasi drei Werte, die man annehmen kann, entweder es ist links gefloatet, es ist rechts gefloatet oder es ist gar nicht gefloatet und der Standard ist einfach, dass es gar nicht gefloatet ist und was ist das denn überhaupt, was kann man sich darunter vorstellen, also es ist für den Textfluss gedacht, dass man Elemente innerhalb des Textflusses platzieren kann, damit der Text dann drumrum fließt. Also hier wurde dann zum Beispiel ein Bild nach links gefloatet, damit der Text rechts rumfließen kann. Wenn ich für dieses Element, dieses Bildelement sagen würde float right, dann würde das Ding eben hier an der Seite stehen. Also quasi das, was man in Word immer macht und dann dabei die Welt direkt aus den Angeln hängt, wenn man da ein Bild verschiebt. Das ist quasi diese Float-Geschichte. Und so ein Layout sah dann in der Regel so aus, dass man einfach alle Dinger nach links gefloatet hat und so hat man sich dann seine Layouts gebaut. Teilweise dann noch so mit prozentualen Breiten und irgendwelchen Margins dazwischen. Nur mal von gehört haben, gibt quasi auch genug Links dazu, falls man sich das wirklich mal reinziehen will, werdet ihr wahrscheinlich nicht machen, kann ich euch auch absolut nicht verübeln. Man musste dann nämlich noch mit so Clearfix irgendwie arbeiten, weil man das Floating auch immer noch irgendwie aufheben muss und das war ja, ganz, ganz wilde Sachen, müsst ihr zum Glück nicht mehr wirklich machen. Ihr könnt nämlich CSS 3 dafür benutzen, ihr müsst diese alten Sachen nicht mehr nehmen. Man sollte es aber kennen, weil es eben diese Bild im Text Anwendungsfälle immer geben wird. Also wenn ihr, habe ich vorhin nachgeguckt, bei der Taz zum Beispiel oder bei irgendwelchen anderen Nachrichtenseiten oder auch wenn man Artikel irgendwie schreibt, hat man es ja meistens, dass der Text um das Bild, um irgendein Bild irgendwie rumfließt. Und da muss, deswegen muss man diese Float-Eigenschaft doch so zumindest ein bisschen kennen. Aber fürs Layouting braucht man das nicht mehr. Dafür gibt's wirklich schönere Sachen. Die sind aber natürlich auch wieder ein bisschen umfangreicher. Und die zwei bekanntesten sind da einmal Flexbox und die Grid-Option. Ich habe mit Grid quasi nicht wirklich gearbeitet bisher mit Flexbox. Auch nur so
so halb, aber es ist schon eine ganz, ganz nette Sache. Ich muss mich dann da hin und wieder mal ein bisschen reinlesen und auch ein bisschen rumprobieren. Ist aber auch relativ weit verbreitet. Bootstrap benutzt das zum Beispiel auch. Und das ist wirklich eine ganz nette Sache, dass man Elemente auf gleiche Höhe packt und den Inhalt entsprechend ausrichtet und dann ist mal irgendwie alles vorne oder dass man irgendwie sagt, wie bei, genau, wenn ihr euch so halb erinnert, gut, Gerrit und Joel, ihr wahrscheinlich nicht, weil ihr keine Design-Tools benutzt, aber in InDesign oder Illustrator auch hat man öfter mal so die Option, dass man sagt, verteil alle Elemente. So, das quasi, ein Moment, hier klingelt es gerade bei mir. Gut, irgendwelche Kiddies, die da rumspielen. So, kommen wir zurück. Also, ich war bei Design-Tools, dass man zum Beispiel sagt, ich markiere eine Gruppe von Icons oder von Text und ich verteile die. Das quasi das Äußerste, wenn ich drei Elemente habe, das Äußerste ist ganz links in meiner Breite und das andere ist rechts und das andere steht genau in der Mitte. Solche Sachen kann man dann zum Beispiel damit machen. Also wirklich echt nice Sache, kann ich sehr empfehlen. Das dann zu nutzen. Aber wie gesagt, das jetzt im Detail weiter zu erklären, das sprengt den Rahmen und das haben andere weitaus besser erklärt. Da gibt es sicherlich auch diverse YouTube-Videos zu, die das dann grafisch auch nochmal ordentlich aufbereiten. Jo, die nächste Eigenschaft ist Position. Da ist quasi eigentlich nur die wichtigste Frage, dass man sich die Frage stellt, woran orientiert sich das Ganze? Das muss man so ein bisschen verstanden haben. Und hier auch der Hinweis direkt vorweg, bitte mit Vorsicht benutzen, das braucht man eigentlich auch nicht für absolute, für einfache Layouts. Ist eigentlich ja für irgendwelche Sonderfälle gedacht. Und ja, grundlegend kann man dann Positionsangaben machen mit den Schlagworten. Also man sagt quasi immer einmal Position relativ oder Position absolut, das ist die Art der Positionierung, das gucken wir uns gleich an, das entscheidet eben, woran sich das Ganze orientiert und davon unabhängig kann man dann eben immer eine Positionsangabe machen über die Schlagworte top, right, left und oder bottom, also die lassen sich auch kombinieren. Ich kann sagen, ich möchte dieses Element von oben so und so ausgerichtet haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nehmen wir den Fall, etwas orientiert sich hier oben an dieser Kante und dann könnte ich zum Beispiel sagen, okay, von oben möchte ich 50 Pixel Abstand haben und von links möchte ich 20 Pixel Abstand haben. Dann würde man das darüber zum Beispiel machen und der Standardwert, also das sind quasi so, ne, ist ein Beispiel. Wenn ich sage top, dann ist es von oben verschoben nach unten und wie gesagt, lässt sich kombinieren. Man könnte etwas natürlich auch nach oben verschieben von unten. Da gibt es dann auch zwei verschiedene Arten de facto. Und zwar könnte man entweder sagen, okay, top minus 50. Also ich gehe von hier oben 50 Pixel nach oben. Oder ich sage halt einfach, ich nehme direkt die Bottom-Option und sage, okay, das ganze Ding schiebt mal von oben. Boah, jetzt klingelt das schon wieder. Meine Fresse. Moment. So, noch einmal stehe ich jetzt nicht für die nicht auf. Also. Wie gesagt, entweder nach oben minus 50 oder von unten dann die 50 abgeben. Läuft auf genau das gleiche hinaus. Und ja, wie gesagt, kann kombiniert werden. Der Standardwert ist eben immer Auto. Und im Code würde das dann zum Beispiel so aussehen. Man kann auch wieder mit prozentualen Werten theoretisch arbeiten. Kommt dann halt auf den Anwendungsfall an. So, diese Position-Geschichte, das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Was heißt das überhaupt? Und zwar, ja, habe ich direkt mal eine kleine Grafik dazu. Wir gehen jetzt hier mal davon aus, dass wir jetzt drei Elemente haben. Die sind normalerweise einfach so nebeneinander angeordnet, aus welchem Grund auch immer. Und wenn ich jetzt auf diesem Element auf der Box 2 eben Position relativ sage und dann eben Top und left 20 Pixel, dann würde er halt seine Ursprungsposition nehmen und quasi genau das machen, was ich gerade gesagt habe. Er geht hier 20 Pixel runter und dann geht er 20 nach rechts, also von links 20 weg und dann ist da die neue Position. Also er orientiert sich immer an der eigenen Position und der Textfluss bleibt quasi auch erhalten. Also wenn wir uns die anderen Boxen angucken, die bleiben genau da, wo sie bleiben würden, wenn dieses Position relativ nicht angewandt wird. Also die bekommen da quasi auch gar nicht direkt was von mit. Die denken einfach nur, ja, da ist eine Box noch neben mir und ich bin jetzt hier und das ist auch gut so. Und ja, das
ist quasi das einmal dazu. Und das habe ich ja schon gesagt, der orientiert sich immer an der ursprünglichen eigenen Position. Das ist bei Possession relativ der Fall. Und wie gesagt, alle anderen wissen quasi, dass dieses Element da ist. Genau, das ist noch wichtig zu sagen. Also alle wissen, dass es da ist, aber wissen nicht, dass es verschoben ist. So könnte man zum Beispiel irgendwie sagen. Also die tun wirklich so, als würde das Element einfach noch da sein, die anderen haben. So, im Kontrast dazu steht Position Absolute. Es gibt auch noch Position Fixed oder so, aber das ist nochmal wieder ein eigener Fall. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, weil Absolut und Relativ, das sind so wirklich die wichtigsten. Und dabei ist es eben so, dass das Element, was ich absolut positioniere, das wird aus dem Textfluss rausgerissen, wenn man so möchte. Also die anderen Elemente wissen zum Beispiel auch gar nicht, dass es das absolut positionierte Element gibt. So, also wenn wir jetzt das hier zurückstellen und sagen, der hier wäre jetzt absolut positioniert, dann würde diese Box 3 entsprechend hier hinrücken. Der würde dann einen aufrücken, weil hier ist ja Platz, hier ist ja nichts dazwischen. Und den kann ich dann absolut total unabhängig von den anderen woanders platzieren. So, das ist quasi das, was Position absolut macht. Die wissen davon nichts. Und man ist dann eben auch erstmal total unabhängig von allen anderen Elementen und die anderen Elemente wissen eben auch gar nicht, dass dieses absolut positionierte Element da ist. So, jetzt ist aber die Frage, woran orientiert sich dann eben dieses absolut positionierte? Also fängt das immer oben links an? Ja, könnte sein. Es orientiert sich immer an dem Element, was übergeordnet ist und Position relativ hat. Also wenn wir uns so ein, ja, HTML-Baum, so einen verschachtelten Baum mal vorstellen und ganz unten in der achten Ebene ist so ein absolut positioniertes Element, dann guckt er quasi jedes Element über sich an und guckt, okay, ist hier ein relativ positioniertes Element und wenn da eins ist, dann orientiert er sich an der Position und geht von da aus dann Top 50 und Left 20 oder was auch immer, je nachdem, was man dann halt für das absolut positionierte angegeben hat. Und wenn halt nichts relativ positioniert ist darüber, dann ist quasi die letzte Instanz das Body-Element beziehungsweise eben das gesamte Dokument und dann landet man in der Regel oben links, beziehungsweise man kann natürlich auch sagen bottom right, das geht auch, ne? Also wenn ihr euch überlegt, ihr habt eine Website, wo hier immer oder wo unten rechts was festgetackert ist, dann haben das wahrscheinlich damit mitgemacht. Und gut, jetzt sage ich das auch schon mit, weil wenn, ihr kennt es wahrscheinlich eher von einer Website, dass so ein Ding mitscrollt, dass hier ein Button ist, klick nach oben. Das ist dann Position Fixed. Also das ist quasi genau das gleiche Prinzip wie Position Absolut, nur aber, dass das Ding mitscrollt. Wenn man Position Absolut sagt, Bottom 0 und Right 0, dann klebt das hier unten, aber klebt wirklich ganz unten. Wenn ich eine riesen Seite habe, dann müsste man ganz weit bis zum Ende scrollen und dann ist das da unten positioniert. Wenn es fixed ist, dann ist das im Viewport quasi immer da und hängt da und scrollt quasi mit. Das wäre Position Fixed. Gut, jetzt habe ich es doch mit eingebaut, aber ist, glaube ich, ganz gut zu wissen. So, gucken wir uns das Ganze auch nochmal kurz im Vergleich an. Links Position relativ wieder. Er orientiert sich an der ursprünglichen eigentlichen Position und wenn wir absolut im Gegensatz dazu haben, dann orientiert er sich an dem nächsthöheren Element, was relativ hat. In dem Fall hat er keins gefunden, deswegen orientiert er sich dann hier quasi an dem Body. Und wenn dieses Element in diesem Sum-Element drin wäre und dieses Sum-Element Position relativ hätte, dann würden diese 20 natürlich nicht von hier oben losgehen, sondern ja, nur von hier und von hier, also mit so ein paar Pixeln versetzt, je nachdem, wie viel Platz hier dann eben dazwischen ist. So, das war's quasi auch schon mit dem ganzen Kram, was ich so loswerden wollte, wo ich so drauf sensibilisieren wollte. Ich werde euch noch so ein paar Tipps mitgeben. Das geht relativ fix auch. Und zwar einmal ist es ein ganz häufiger Anwendungsfall, dass man Sachen vertikal in der Mitte positioniert haben möchte. Also ich möchte, dass mein Inhalt hier
genau drin steht. Wenn wir was in der horizontalen mittig positioniert haben wollen, das ist alles kein Ding. Da sagt man Text Align Center und dann passt das alles. Aber vertikal ist manchmal ein bisschen problematisch. Und ich habe mir jetzt diesen Link gebookmarkt, weil ich den immer wieder irgendwie brauche. Da gibt es dann drei verschiedene Ansätze quasi. Das eine ist mit Flexbox, das andere ist mit Display Table, glaube ich. Und das andere ist vielleicht sogar mit irgendeinem so Position-Schwachsinn. Also den Link, wenn ihr mal was vertikal zentriert positionieren, ausrichten wollt, dann kann ich den sehr empfehlen. Dann gibt es für verschiedene Bereiche wie Padding, Margin, Border gibt es eigentlich immer vier Werte, nämlich Top, Right, Bottom, Left. Die Reihenfolge ist auch relativ wichtig, also die im Hinterkopf behalten. Das ist quasi wie ein Kompass, wenn man so will. Wir fangen im Norden an und dann gehen wir einmal drumrum. Und man könnte quasi immer sagen, okay, Padding Top 10, Padding Right 20, Padding Bottom 10, was auch immer, kann man alles einzeln schreiben. Wir sind ja aber alle schreibfaul, deswegen gibt es da auch so eine schöne Kurzform. Und zwar, wenn man nur einen Wert angibt für Padding, dann gilt das in alle Richtungen. Dann haben wir die Option, dass wir mit dem Schlagwort Padding das für alle individuell setzen. Und da kommt dann jetzt nämlich diese Reihenfolge ins Spiel. Also wir haben hier 10 ist dann Top, 5 ist Right, 8 ist Bottom und die 15 sind dann für Left gedacht. Dann kann man es noch machen, dass man das so für die Gegenüberliegenden gleichsetzt. Also ich weiß, ne, weil so Harmonie und Ausgeglichenheit findet das menschliche Auge ja ganz super. Deswegen will man eigentlich ja oben, unten, links, rechts immer gleich viel haben. Und deswegen kann man das dann zum Beispiel auch machen, dass man nur zwei Werte angibt. Also der erste ist dann oben, unten, der zweite ist links, rechts. Und dann gibt es hier noch die Option, dass man theoretisch auch drei Sachen angibt. Jemand spontane Idee, was hier passiert? Also hier ist ja oben sind es 10, rechts sind es 5, unten soll es dann auch 5 sein, weil, ja, keine Ahnung, wieso auch immer, will ich jetzt nur ein bisschen weniger haben als nach oben, das kann ja auch sein. Was passiert hier jetzt? Eine Idee? Ganz spontan. Ich denke mal, dass links dann das genutzt, also der Universalwert, also der globale Wert genutzt wird. Der Nee. Also quasi 0. Nee, genau. Dann müsstest du 0 angeben. Also dann müsstest du wirklich 0 angeben. Wenn du diese Dreier-Schreibweise nimmst, dann übernimmt er das von dem anderen, von dem Gegenüberliegenden. Also es ist quasi so eine Kombination aus dem Gegenüberliegenden. Also das würde heißen, oben, rechts, dann unten. Und wenn ich links nichts habe, dann nimmt er den rechten Wert quasi damit. Ah, okay, cool. Also dafür ist das, genau. Das gefallen. Ja, sind so kleine Kniffe, die einem halt nicht gezeigt wird, weil gut, man muss halt auch sagen, die FH hat halt auch Besseres zu tun und hat eine größere Menge irgendwie, die man abfrühstücken müsste. So, jetzt habe ich noch so eine Liste, hatte ich ja versprochen. Es gibt gängige Pseudoselektoren, Selektoren und Eigenschaften, die einmal nur kurz aufgelistet sind. Die sehen dann zum Beispiel so aus. Selektoren sind hier, den haben wir ja quasi schon gesehen, das ist dann der nächste Nachfahre, das ist, meine ich, ein Kind-Element, was man damit ansprechen kann, ein Geschwister-Element, was dann auf der gleichen Ebene liegt. Wenn man zum Beispiel 5 Absätze hat, die alle auf der gleichen Ebene sind, die einfach hintereinander stehen, die nicht geschachtelt sind, dann könnte man die damit ansprechen. Mit Plus ist es das Ähnliche, aber dann muss es direkt dahinter stehen, das gilt nicht für alle, dann kann man auch manche Sachen ausschließen. Man kann sagen, ich möchte nur das erste Element von etwas ansprechen. Also wenn ich eine Liste zum Beispiel habe, eine UL mit 5 LIs drin, könnte ich sagen, okay, das erste LI-Element soll so und so gestylt werden, dann kann man das mit diesem First Child machen. Das Nth Child ist halt das Ente, ne? Also Nummer 8, Nummer 10, was auch immer. Ich glaube, man kann da auch Odd oder Even reinschreiben, um dann eben die geraden und ungeraden Sachen anzusprechen. Müsste man nochmal nachgucken. Und dann gäbe es halt noch Hover, Focus, Active. Das sind halt so die Klassiker, um dann die Interaktion der Nutzer quasi auch so ein bisschen zu gestalten. So, dann noch ein paar Eigenschaften, die ihr quasi meistens benutzen werdet. Also man hat die normale Schriftfarbe, Textcolor ist das quasi, dann die Hintergrundeigenschaft. Da kann man auch noch ganz wilde Sachen mit anstellen. Das muss nicht nur eine Farbe sein, das muss nicht nur ein Bild sein. Man kann Hintergründe wiederholen. Also so kann man dann zum Beispiel Muster erstellen, so eine kleine
weiß nicht, 10x10 Pixel-Grafik, die man dann in X-Richtung wiederholen lässt und in Y-Richtung wiederholen lässt, dann macht man nämlich nur so ein kleines Ding und muss nicht irgendwie so eine Full-HD-Grafik erstellen, wo eigentlich sich nur ein Muster wiederholt. Damit kann man dann schöne Sachen machen, kann das Bild auch an einer gewissen Position verschieben oder sagen, wie sich das Hintergrundbild verhalten soll. Also auch ganz spannend eigentlich. Schriftgröße, der Zeilenabstand, der sollte eigentlich auch immer relativ gesetzt sein. Fontweight ist quasi die Fettigkeit, wenn man so möchte. Also Fontweight Bold oder Fontweight Normal sind da so die Klassiker. Kann man auch in Zahlen ausdrücken. Also ich glaube, 400 ist normal. Ich glaube, so 600, 700 wird dann langsam bold. Es gibt aber auch die Option, wer im Gestaltungsbereich auch ein bisschen mehr unterwegs ist, es gibt manche Schriftschnitte, es gibt ja nicht nur Arial, sondern es gibt auch Arial Condensed zum Beispiel, dann ist das sehr fein. Oder es gibt Arial Black. So, Condensed wäre dann zum Beispiel Fontweight 200, Black ist Fontweight 900, aber das ist auch, wenn man so eine Special-Schrift dann irgendwie hat, ist das eigentlich immer irgendwo dokumentiert und ja, kann man dann gut nachlesen. Text Decoration hatte ich schon angesprochen, das ist eigentlich nur unterstrichen. Es gibt auch Text Decoration Blink, das würde ich aber bitte nicht empfehlen. Macht das einfach nicht. Text Transform ist dafür da, dass man den Inhalt manipuliert, also im HTML könnte theoretisch der Textinhalt alles in Kleinbuchstaben stehen und mit Text Transform Uppercase könnte man dann, Uppercase ist alles in Großbuchstaben, Lowercase ist alles klein, dann gibt's noch Capitalize, damit das erste Wort immer groß ist, also da kann man auch nette Sachen mit anstellen und Text Align ist dann halt einfach die Ausrichtung, Text Align Left, Right, Center. Und Justify wäre für Blocksatz, aber Blocksatz im Internet macht man eigentlich auch eher nicht. Ja, und im Zweifel Google und Stack Overflow anhauen, da sind viele etablierte Techniken dokumentiert. Muss man aber auch immer ein bisschen mit aufpassen, immer vorsichtig sein, weil meistens, besonders bei Stack Overflow oder auch wenn man dann so einen Blogartikel hat, schreiben die Leute dann drei verschiedene Ansätze für das gleiche Problem. Und man muss dann halt ausprobieren oder eben auch abwägen, oh, will ich mir wirklich irgendeinen Display-Table-Scheiß mit absolut positionierter Kacke antun oder nehme ich die schlanke Flexbox-Version? So, das sind dann manchmal solche Sachen, die man da so entscheiden sollte. Dann noch eine Geschichte, ich hatte es ganz am Anfang angesprochen, XHTML war bei mir auf der Website verwendet, im Vergleich zu HTML5, das ist das Neue. Ihr werdet im ersten Labor wahrscheinlich auch was mit XHTML erstmal machen. Und im zweiten oder dritten kommt dann wahrscheinlich HTML5. Nur, dass ihr auch mal schon mal wisst, was da so der Unterschied ist, weil am Ende des Tages ist es alles HTML. 95% ist gleich. XML auf der einen Seite ist ein bisschen strenger, ist dadurch aber auch mit XML kompatibel. Also XML und HTML, die kommen von der gleichen Muttersprache, sag ich mal. Also dieses mit den Spitzenklammern, das hat sich HTML auch nicht ausgedacht. Ich glaube, SGML war so die Ursprungssprache. Und bei XML kann man eigene Tags definieren. Also Schnittstellen zum Beispiel, um Daten auszutauschen, die sind ganz häufig in XML beschrieben. Dann kriegt man eine Datei und da steht dann drin, hier RSS-Feeds zum Beispiel basieren auf XML. Da steht dann drin, ich habe ein Feed und dann hat man oben das Tag Items und dann gibt's für jede Nachricht im RSS-Feed gibt's ein Knoten Item und da ist dann der Link drin und das Bild und was auch immer. Ist dadurch ein bisschen strenger, ist tendenziell aber auch ein bisschen veralteter, XHTML. Und was hier eben wichtig ist, dass alle Tags wieder geschlossen werden. Das ist, damit man diesen XML-Standard quasi erfüllt. Also diese selbst schließenden Tags, die müssen dann eben auch wieder zugehen. Das ist die Kurzschreibweise. Man könnte auch HR, also Spitze Klammer HR, Spitze Klammer zu und dann direkt dahinter das schließende Tag, aber das ist ja totaler Schwachsinn. Also das muss man bei XHTML immer beachten. Bei HTML5, das ist moderner, hat eine Vielzahl neuer Tags, diese Header-Geschichte, Footer, Nav und so weiter, das kommt alles mit HTML5. Deswegen ist zum Beispiel auch in meiner Demo-Seite steht dann immer div-id-header, div-id-nav-main und so weiter. Und wenn ich das jetzt auf HTML5 umschreiben würde, dann würde ich halt aus div-id-header einfach nur das Header-Element machen. Ich würde ihm immer noch die id-header
die ID-Header würde ich weiterhin belassen, weil mein CSS-Code dann weiterhin gilt, weil ich habe mein CSS-Code ja so geschrieben, dass da steht, die ID-Header soll so und so gestylt sein. Ich habe ja nicht gesagt, es muss ein Div sein, was die ID-Header hat, sondern es soll einfach nur die ID-Header haben. Und ob die ID-Header auf einem Header-Element angewandt wird oder auf einem Div-Element, ist quasi egal. So, dann mit HTML5 gab es auch noch so neue Technologien wie Offline-Caching, wie irgendwie irgendwelche Geo-Schnittstellen, dass die Leute zum Beispiel den Standort oder die Website kann den Standort erfassen, wenn man das dann natürlich zulässt im Browser. Solche Geschichten kamen damit hinzu. Also HTML5 ist eigentlich auch ein Buzzword quasi. Und ja, ganz, ganz nette Geschichte. Und hier ist halt das so, das ist, muss nicht mit XML kompatibel sein und deswegen muss man diese Single Tags eben auch nicht schließen. Da kann man dann einfach HR, BR oder Image einfach so schreiben. Reißt einem keiner den Kopf ab, wenn dann da doch noch ein Slash mit drin ist, aber es spart einem halt wieder ein bisschen was. Ja, das soweit dazu. Ich zeige euch jetzt direkt noch meine, oder wollen wir noch ein kurzes Päuschen machen? Ach, ziehen wir einfach durch. Wir sind ja eher auf den letzten Metern. Praktische Aufgaben zum Üben. Ich habe das ein bisschen aufgeteilt nach Skill-Level quasi, je nachdem, wie weit man da gehen möchte, um die Basics so ein bisschen zu üben. Ist quasi auch nicht von mir die Aufgabe. Ist eine klassische Mediengestalter-Aufgabe bei uns in der Firma. Bau mal eine Printanzeige oder bau verschiedene Arten von Printanzeigen nur mit Typografie, mit Layout. Und dadurch soll man dann eben auch ein bisschen Semantik mit lernen. Kleine Tipps dazu noch. Google Web Fonts ist ein ganz interessantes Projekt, sag ich mal, von Google, weil normalerweise könnt ihr nur Schriften benutzen, die ihr auf eurem Rechner installiert habt. So, dann funktioniert das für euch. Sobald ihr die Seite aber öffentlich schaltet und alle Welt sich das angucken kann, muss alle Welt auch die Schriften haben, die ihr da habt. Und wenn ihr da irgendeine Special-Schrift irgendwo runtergeladen habt und 99% der Leute die Schrift nicht haben, dann wird irgendeine Standardschrift benutzt. Also früher hat man dann immer so sogenannte Systemschriften genutzt, weil man weiß, Arial ist auf jedem Windows-Rechner, Helvetica ist auf jedem Mac und dann hat man quasi immer auch so Font-Stacks nennt sich das, gebaut, dass man immer sagt, okay, die Font-Family ist Arial, Helvetica, Sans-Serif. Und so sagt man dann, okay, erst benutzt du die Arial, wenn du die nicht hast, dann benutze Helvetica und wenn du die auch nicht benutzt, weil du so ein Linux-Jockel bist, dann benutze deine Nicht-Serifen-Schrift als Standard, weil mit diesem Schlagwort Sans-Serif weiß jedes Betriebssystem, jeder Browser quasi, okay, ich muss die Standardschrift für Sans-Serif oder Serifen oder Monospaced, wenn man so eine Codeschrift haben möchte, dann nutzen. Und was auch eine neue Technologie ist, sind die sogenannten Icon-Fonts. Da bindet man quasi einfach nur eine CSS-Datei ein und über diese CSS-Dateien wird dann eine spezielle Schrift nachgeladen und mit dieser Schrift kann man dann relativ einfach Icons setzen. Da gibt es dann bei Font Awesome, ist sehr beliebt, gibt es eine riesen Bibliothek, kann man nach verschiedenen Icons suchen. Ich habe die teilweise auch für irgendwelche Präsentationen benutzt, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich brauche coole Icons, das soll ein einheitlicher Stil sein und dann hat man da irgendwie 1000 Icons und 80 Varianten mit irgendeinem Menschen irgendwie drauf und für jeden Fall. Also es ist ganz nice und eigentlich bindet man dann nur die CSS-Datei ein und muss dann immer nur in einem HTML-Tag sagen, okay, hier will ich das Icon so und so haben. So, jetzt verabschieden sich meine Bildschirme hier gerade. Habe ich ein Kabel abgezogen? Ja, ich habe irgendwie ein Kabel abgezogen. Moment. Sehr schön. Ich mache mal hier auf Pause. Aufgabe geht weiter. Also, wie gesagt, Font Awesome, auch eine ganz nette Sache. Kann man viel Spaß mit haben, ist auch sogar bei mir auf meiner Demo-Seite, also besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht, ist bei mir auch im Einsatz, könnt ihr euch da auch theoretisch abgucken. So, und zwar, versucht mal folgende Anzeigen einfach zu bauen, und zwar eine Geburtsanzeige, eine Hochzeitsanzeige und eine Traueranzeige, also ganz unterschiedlich, nur mit Typografie und so ein bisschen Layout, das ist eine ganz nette Fingerübung. Wer dann ein bisschen weitergehen möchte, kann ja mal versuchen, den eigenen Lebenslauf nachzubauen mit HTML und CSS, da vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Semantik zu achten.
weil da wahrscheinlich mehr Listen irgendwie mit drin sind, vielleicht auch Definitionslisten, vielleicht habt ihr ja irgendwo, gut, ist dann so ein bisschen, man muss sich die Aufgabe halt auch so ein bisschen dann vielleicht noch anpassen, dass das für den eigenen Fall irgendwie passt, damit man noch ein bisschen mehr lernt. Also wenn ihr zum Beispiel eure Skills aufgelistet habt, oh, ich kann HTML und CSS und jemand vielleicht nicht weiß, was HTML und CSS ist, dann könnte man vielleicht noch so ein Glossar irgendwie anlegen mit einer Definitionsliste, also einfach ein bisschen rumexperimentieren. Oder ihr überlegt euch irgendwelche eigenen Aufgaben. Das nächste, um so ein bisschen HTML zu erweitern, habe ich mir überlegt, baut mal so ein Formular für einen Bewerbungsgenerator, aber nur die Optik erstmal, also dass man sich zum Beispiel überlegt, okay, ich gebe da jetzt meine persönlichen Daten an in meinem Formular und dann gebe ich die Daten vom Unternehmen an, also wie heißt die Firma, was ist die E-Mail-Adresse, welchen Ansprechpartner muss ich nennen, wenn ich meine Bewerbung dahin schicke, vielleicht sogar ein größeres Textfeld, wer ganz viel Bock hat, fällt mir gerade ein, könnte sich versuchen, JavaScript oder sowas einzubauen, damit da so ein Rich-Text-Editor irgendwo in so einem Textfeld geladen wird, damit ihr auch irgendwie fett markieren könnt oder sowas in einem Editor, aber das geht schon relativ weit. Ich würde sagen, so ein einfaches Textfeld reicht mal. Was ein bisschen trickiger vielleicht ist, ist so ein Datei-Upload reinzupacken, wobei das Feld Datei-Upload ist relativ einfach gemacht, ist auch nur ein Eingabefeld, wäre dann quasi im nächsten Step ein bisschen interessanter. Man könnte dann nämlich zum Beispiel sagen, okay, ich lade jetzt irgendwelche Arbeitszeugnisse hoch oder irgendwelche Zertifikate. Da würde ich dann mehrere Input- oder Datei-Upload-Felder erzeugen. Vielleicht überlegt ihr euch, ich will in diesem einen Feld nur Arbeitsproben hochladen können. Also dieses Formular könnte man zum Beispiel auf einer Unternehmensseite veröffentlichen und dann steht da quasi hier, lieber Bewerber, gib deine persönlichen Daten an, wähle über ein Select-Feld, für welche Abteilung du dich bewirbst und dann werden die Ansprechpartnerdaten geladen. Also so könnte das zum Beispiel aussehen. Und wenn man Dateien hochlädt, könnte man vielleicht sagen, okay, in diesem Feld nur PDF-Dateien hochladen und in diesem Feld darfst du nur ZIP-Dateien hochladen. Also damit kann man auch ein bisschen rumspielen. Und ja, ich habe es damals bei meinen ersten Notizen das Semesterprojekt genannt, oder Semesterferienprojekt, wenn wir das vorher gemacht hätten. Aber ich brauchte auch erstmal Pause und ihr garantiert ja auch. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir das hier vorher machen, dass man einfach mal versucht, diesen Bewerbungsgenerator funktional umzusetzen, dass man einen Server und eine Datenbank mit anbindet. Also mit dem XAMPP habt ihr eine Datenbank und einen Server. Aber das Ganze zu verheiraten. Ist dann auch ganz interessant, dass die Daten in der Datenbank gespeichert werden, dass die Dateien auf den Server gelegt werden und dass vielleicht sogar eine E-Mail verschickt wird. Das ist wirklich Next-Level-Kram, vielleicht wahrscheinlich eher, dass man nach dem Semester vielleicht nochmal sagt, oh, da tüdel ich jetzt noch mal irgendwie ein bisschen dran rum. Und ja, in Datenbanken werdet ihr ja auch ein Semesterprojekt haben und es war optional, dass man dazu ein Frontend baut, meine ich. Und das könnte man dann nämlich eben ganz gut mit Web-Anwendungen kombinieren. Und deswegen ja, habe ich da gleich auch noch so ein paar Tipps für den Advanced-Stuff. Wir sind jetzt ja wirklich schon ganz gut vorangekommen, echt schnell. Also ich hatte 16 Uhr gerechnet. Ja, auch leicht vertan. Aber lieber so als in die andere Richtung. Wir können sonst, würde ich sonst sagen, sonst machen wir jetzt, weil es ist ja auch so um und bei 12, dass wir jetzt vielleicht eine größere Mittagspause machen, vielleicht so ein halbes, dreiviertel Stündchen. Sonst sagen wir um 1, würde ich mal so anbieten. Und dann gucken wir nochmal, was es noch so gibt. Also ich habe so ein paar Beispiele, was jetzt so noch weiterkommt, wie diese dynamischen Skriptsprachen, also JavaScript und PHP, was da so ein paar Besonderheiten sind, das so ein bisschen vorgestellt. Eigentlich ganz interessant, würde ich mir auf jeden Fall so ein bisschen mit reinziehen, kann ich sehr empfehlen. Und wer halt nicht, dann halt nicht. Alles gut, so no hard feelings. Ich mache hier erstmal auf Ende.